wäre dankbar, wenn Sie und ich vielleicht dennoch einen Konsens darüber herstellen könnten, dass eine junge Generation jetzt auf die Straße geht und protestiert. Sie wird das morgen wieder tun in einem friedlichen und in einem zivilen Protest, dass es dafür Gründe gibt, weil sich diese jungen Menschen Sorge um ihre Zukunft machen, weil Ihre Partei unter anderem den Ausbau der erneuerbaren Energien und den Kampf gegen die Klimakrise und das Artenaussterben Jahre und Jahrzehnte lang vernachlässigt hat. Vielen Dank, Herr Kollege.